Marokko ist ein wunderbar vielfältiges Reiseland. Meine Radreise ging damals ausgehend von Fes, einmal über das Atlasgebirge entlang am Sahara-Randgebiet und wieder zurück Richtung Norden über den Atlas bis nach Casablanca. Und hier kommen jetzt meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch Marokko. Die Straßen in Marokko sind in einem recht guten Zustand. Seitenstreifen wird man allerdings normalerweise nicht finden, auf denen man mit dem Fahrrad fahren könnte. Ebenso wenig gibt es Radwege in den Städten, aber das Verkehrsnetz ist verhältnismäßig gut ausgebaut. Insbesondere wer in abgelegeneren Regionen unterwegs ist, der sollte natürlich nach Möglichkeit ein Navigationsgerät dabei haben, weil Internet nicht überall im Land verfügbar ist. Empfiehlt es sich auf jeden Fall, die Karten vorher runterzuladen. Ich empfehle dabei immer OpenStreetMap, das auch von jedem bearbeitet werden kann. Das heißt, wenn ihr unterwegs Einrichtungen findet, die dort noch nicht verzeichnet sind, tragt sie einfach ein. Dafür gibt es spezielle Apps. Und an vielen Straßen finden sich häufig auch Kilometersteine. Die geben einem auch eine ganz gute Navigationsmöglichkeit bzw. einen ganz guten Überblick, weil sie anzeigen, wie weit es noch bis zu den nächsten größeren Städten ist. Die Fahrradmitnahme im Zug ist in der Regel nicht ohne weiteres möglich. Wer mit dem Zug durchs Land reist und das Fahrrad mitnehmen möchte, muss gegebenenfalls gesondert ein Transportunternehmen beauftragen. Allerdings ist es kein Problem, das Fahrrad mit dem Bus mitzunehmen. Die allermeisten Busse haben hier die Möglichkeit, es im Gepäckraum zu verstauen. Im ganzen Land sind kleine Dornen bzw. teilweise recht große Dornen zu finden und Stacheln, die auf dem Boden liegen. Ich hatte noch in keinem anderen Land bisher so viele Reifenpannen wie in Marokko. Also Vorsicht ist geboten, insbesondere wenn man abends zum Zeltplatz sein Fahrrad dann irgendwo abseits der Straße ins Gebüsch schiebt, weil dort liegen in der Regel besonders viele von diesen Dornen rum und es kommt nicht selten vor, dass man dann am nächsten Morgen aufsteht und erstmal den Reifen flicken muss. Und darum sollte auch möglichst auf eine richtig gute Bereifung geachtet werden, die nicht jeden Stachel gleich durchlässt. Die in Marokko erhältlichen Flicken für Fahrradschläuche sind in der Regel andere als die, die man in Europa bekommt. Und beim Kauf sollte man auf jeden Fall darauf achten, auch gleich die entsprechende Vulkanisierungspaste mitzukaufen, weil diejenige, die man von zu Hause mitgebracht hat, funktioniert in der Regel nicht mit den Flicken, die man in Marokko zu kaufen bekommt. Du hast heute früh noch nichts gemerkt, oder? Was? Hast du heute früh was gemerkt? Nee. Dass es weniger ist? Nee. Ich glaube, das ist wirklich auf dem Weg hierher passiert. Ich habe noch extra drauf aufgepasst, auf die blöden Stacheln. Naja, jetzt wissen wir Bescheid, ja, dass wir diese Disteln meiden sollten. Alter. Mehrere Radreisende haben im Jahr 2018 berichtet, dass sie in einigen Regionen aus vorgeblichen Sicherheitsgründen permanent von Zivilpolizisten eskortiert worden sind, die sich nicht mal als solche vorgestellt haben und bei Privatunterkünften häufig Ausweiskontrollen durchgeführt haben. Das ist ein etwas merkwürdiges Gefühl, weil man in der Regel sich erstmal wundert, wer fährt da die ganze Zeit hinter einem her. Und es hat sich anscheinend bewährt, einfach auf die Leute ganz offen zuzugehen und sich vorzustellen, eine Bekanntschaft zu machen und dann einfach zu akzeptieren, dass man jetzt wahrscheinlich über viele Kilometer hinweg eine Begleitung hinter sich herfahren hat. Es gibt in Marokko relativ viele Skorpione. Darauf sollte man achten, wenn man abends sein Zelt aufschlägt und sich draußen noch ein bisschen gemütlich machen möchte. Und was uns recht häufig passiert ist, dass wir von bellenden Hunden verfolgt worden sind, die uns auch gut hätten in die Wade beißen können. Von daher achtet darauf, auf jeden Fall eine Tetanusimpfung zu haben und optimalerweise auch gegen Tollwut geimpft zu sein.
einige Straßen, an denen finden sich extrem viele Tierkadaver. Also da liegen dann wirklich Schafe und Hunde und Rinder am Straßenrand in jeglichem Verwesungszustand. Und das kann wirklich teilweise ein extrem penetranter Gestank sein, der auch Übelkeit erregend ist. Darum ein bisschen vorausschauend zu fahren und gegebenenfalls sich ein Tuch über die Nase zu ziehen, ist schon recht hilfreich, damit man die sehr, sehr beißenden, den sehr beißenden Gestank nicht einatmen muss. Hier ist nichts als leer gemähte Felder, soweit das Auge reicht. Überall liegen tote Tiere, Kadaver, Aasfresser am Straßenrand, Pferde, Kühe, Hunde. Es gibt in Marokko unterschiedliche Klimazonen. Der Norden des Landes ist eher von mediterranem Klima geprägt. Dann gibt es die Wüstenregionen, dort herrscht eher heißes, trockenes Klima vor. Im Gebirge kann es dann auch schon mal etwas kühler werden, je nachdem, wie weit oben man ist. Darum empfiehlt es sich möglichst für verschiedenste Wetterbedingungen auch Kleidung dabei zu haben. Das heißt, es kann nicht schaden, auch ein paar dünne Handschuhe und eine Mütze im Gepäck zu haben. Guten Sonnenschutz, also auch langärmelige, dünne Longsleeves beispielsweise, um die Arme vor der intensiven Sonneneinstrahlung zu schützen, wenn man in der Wüste unterwegs ist. Mit Mais, Olivenkartoffeln, Zucchini, Tomate, Thunfisch. Ja. Also alles, was man hier bekommt und nur das. Genau, immer das Gleiche. Ne? Super. In den Städten lassen sich insbesondere auf den Märkten sehr gut frisches Obst und Gemüse einkaufen. In den Dorfläden dagegen ist das Angebot dann großteils beschränkt auf Brot, Konserven, meist Fisch und Süßwaren. Man sollte auf jeden Fall unterwegs mittags jede Gelegenheit nutzen, um irgendwo essen zu gehen. Da gibt es meistens dann irgendwie kleine Restaurants, wo man eine leckere Tagine bekommt oder irgendein Tagesgericht. Und ansonsten, wer dann abends selber kochen möchte, der muss sich darauf einstellen, dass es doch ein bisschen ein beschränkteres Angebot geben wird. Das ist Outdoor-Kochen. Bei Sonnenuntergang mitten in der Wüste. Reis mit Kartoffeln und Gemüse. Und Thunfisch. Ja. Nicht schlecht. Je nach Region und Jahreszeit lassen sich am Straßenrand sehr lecker Granatäpfel, Datteln und frische Kaktusfeigen pflücken. Und gerade letztere sind teilweise sehr, sehr üppig vorhanden. Leitungswasser ist in Marokko nicht als Trinkwasser geeignet. Abgefülltes Trinkwasser ist allerdings in der Regel überall zu finden. Trotzdem empfiehlt es sich natürlich für Notfälle, Mikropur zur Wasseraufbereitung dabei zu haben. Weil viele Regionen im Land recht dünn besiedelt sind, lassen sich auch meistens gute Zeltplätze finden. In der Gebirgsregion ist der Untergrund oft rau und steinig. Das lässt sich mit einer Luftmatratze ganz gut ausgleichen. Eine Isomatte ist dagegen deutlich beständiger und hat den Vorteil, dass sie nicht so schnell Schaden nimmt. Und den Schaden nimmt die Luftmatratze leider sehr schnell, weil im ganzen Land überall Stacheln und Dornen rumliegen. Ah, Mann! Gott. Weil sich im Gebirge und in sandigen Regionen oft keine Heringe in den Boden schlagen lassen, empfiehlt es sich auf jeden Fall, ein freistehendes Zelt dabei zu haben, das nicht abgespannt werden muss. So, das waren meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch Marokko. Wenn euch weitere Tipps einfallen, die ihr gerne teilen möchtet, und die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, dann schreibt sie in die Kommentare. Andere Informationen gibt es auch im Radreise-Wiki zu finden. Das werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und wenn euch das Video hilfreich erschien, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben.
Und wenn ihr über weitere Videos informiert werden möchtet, die ich in Zukunft für Radreisen zu anderen Ländern hochlade, dann klickt die graue Glocke beim Abonnieren des Kanals. Und ich wünsche euch viel Spaß bei eurer Reise mit dem Fahrrad durch Marokko.